meine Familie ist wieder da. Meine Katze ist immer noch da. Ist ganz happy. Die ist ganz happy. Und ich habe einen Kaffee, ersten Kaffee seit einer Woche. Naja, also, ja, das ist das. Und mein Computer funktioniert nicht. Habe ich im abgesicherten Modus probiert, hochzufahren, funktioniert nicht. Ich habe alles probiert. Ich habe ihn zurückgesetzt auf das letzte Update wieder weggenommen und das funktioniert alles nicht. Es funktioniert nicht. Es läuft nicht. Er läuft nicht. Er springt nicht an. Jo, dann sehen wir uns gleich mal an. Bis gleich. Katze auf dem Hof, hä? Ja, das magst du hier. Gucken wir doch mal. Das sieht doch gut aus. Die sind verblüht. Mittlerweile. Jetzt sieht alles noch frisch aus hier. Hol ich mal einen Fahrradständer und dann bewässern wir. Kriegen wir hin. Katze mal weg. Jetzt ist sie wieder da. Sich im Heizungskeller eingeschlossen. Selbst. Oh Mann, ey. Meine Tochter hat sie gefunden. Oh, das gibt's ja gar nicht. Was für ein Stress. Nicht so bäuerlich. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auch, dass du dich voll vermisst. Ich habe dich wirklich richtig vermisst. Schön zu hören, dass man gebraucht wird, vermisst wird. Ist doch toll. Warum man ab und zu Kabel tauschen sollte, hier der Grund. Schaut es euch an. Ich hoffe, ihr könnt sehen, wie verrostet das ist. Ja, dann laufen sie natürlich nicht mehr einwandfrei. Und sollten getauscht werden, auch mittendrin hier. Da ist überall Hülle drüber. Das ist alles Rost. Das kann man vergessen. Also, Mensch, wird sogar richtig schwarz hier am Ende. Also wirklich, das ist Zeit allerhöchste Eisenbahn. Das ist kein Teflon, keine Teflonhülle. Die ist so schwarz, weil sie oxidiert ist. Da. Nass ist sie auch. Das muss getauscht werden. Naja, und es kostet ja nicht viel, aber es muss gemacht werden und dann schaltet es auch wieder einwandfrei. Und naja. Präzision funktioniert nur mit guten Zügen. Präzises Schalten. Also ab und zu mal Züge tauschen. Ja, jetzt haben wir hier wieder einen platten Reifen, dank Antiplatt. Aber ist so richtig ekelhaft halt, weil die Suppe hier, die läuft ja immer aus. Guckt euch das mal an, ey. Das ist doch scheiße. Man macht so eine Anti-Platt-Schläuche nicht rein, hier von Profex oder sowas. Die sind billig, die taugen nicht. Und wenn ihr ein Loch drin habt, verschmiert ihr euch das ganze Rad, den ganzen Reifen. Alles, das muss nicht sein. Also bitte nicht diese Anti-Platt befüllten, also mit diesem Gel befüllten Schläuche. Die sind Schrott. Die taugen nichts, überhaupt nichts. Habt ihr damit einen Platten, denn ist alles voll gesifft und so. Und das funktioniert halt nicht. Vergiss das. Nicht machen, bitte. Hier. Der ist wie, ne? Wie Jizz. Alter, wirklich. Alter, beim besten Willen. So, ich hol mal raus. Ey, das ist doch ekelhaft. Vollgeschleimter, vollgespockter Reifen hier. Wirklich Müll. Absolut Sondermüll. Jetzt sehe ich mir erstmal die Pfoten waschen und dann geht's weiter. So, ich habe das erstmal ausgewaschen, richtig hier unter fließendem Wasser, richtig im Garten abgespritzt. Weil da kannst du ja keinen neuen Schlauch hin basteln, oder? Mit dem ganzen Schleim da drin. Jetzt wird eingebaut und dann gucken wir mal, ob das hält. Ich habe nicht gefunden im Mantel. Jo, jetzt habe ich hier Marathon Plus drauf. Kinderrad. Full Rad Platt. Ob ich das heute noch schaffe. Mensch, die Frage höre ich so oft. Ja, ich schaffe es heute noch. Wenn das Material da ist, dann ist es doch ein Hit, dann kann man das doch machen. Ne?
Aber das ist in Berlin jetzt nicht selbstverständlich tatsächlich, ja? Wissen Sie, wie das in anderen Großstädten ist? Aber hier lassen sich die Fahrradmonteure offensichtlich ganz schön fangen oder so. So kommt mir das zumindest vor. Weil so einen richtigen Grund gibt es ja dafür nicht. Ich meine, warum soll man das nicht schaffen? Ne? Braucht einfach nur einen Schlauch hinballern, neuen Mantel drauf, wenn es sein muss. Und dann ist das fertig. Jetzt wird aufgepumpt. Ich schwitze gerade schon wieder wie ein Schwein hier am Fenster. Aber so ist es dann. Jetzt wird aufgepumpt und dann bin ich durch mit dem Ding. Und dann kommt schon der nächste Auftrag. Ein bisschen reparieren. Das ist wieder so ein bisschen Reparierauftrag. Ja, die Bremse ist nicht so gut. Kannst du da ein bisschen reparieren? Ein bisschen reparieren, ja? Wie sieht denn das aus, so ein bisschen reparieren bei einer Bremse? Dass sie so ein bisschen bremst. Hä? Entweder reparieren oder nicht reparieren. Ein bisschen gibt's nicht. Oder? Kinderrad ohne Licht, das geht natürlich auch nicht. Ist jetzt auch wieder mal nicht Teil der Aufgabe. Aber ich probiere mal, dass ich hier das Licht angeschlossen kriege. Sieht aber komisch aus, das System kenne ich ja noch ja nicht. Was ist das hier mit noch einem Pinöpel? Naja, hol das mal raus und dann gucken wir mal, was das ist. Schaut mal hier. Wahrscheinlich irgend so ein Billigding. Naja, gucken wir mal. Freue mich. Läuft. Ist vorne wie beim Nabendynamo gemacht. Ja, also mit so einem Stecker, den man abziehen muss. Und dann die Kabel reinstecken, umkrempeln, wie beim Nabendynamo. Und dann auf. Gar nicht schlecht, wenn man es weiß. Wenn man weiß, wie es funktioniert. Und das Schutzblech nicht so stören würde, wäre das eine geniale Geschichte. Weil dann hat man immer einen guten Kontakt, immer eine gute Verbindung eigentlich. Aber ja, wie gesagt, Schutzblech stört ein bisschen. Deswegen kriegt man den Stecker unten nicht raus. Da ist ein bisschen wenig Platz hier zwischen. Da. Da muss man ein bisschen beiseite biegen und dann, und da ist ein bisschen die Würge. Und ansonsten ist es gut. Jetzt funktioniert es wieder. Auch schön, ist es auch gemacht. Stand nicht auf der Liste, ne? Muss gemacht werden. Eine gute Tat jeden Tag, auf alle Fälle. Ah, ich glaube, der Kleber ist nicht mehr aktiv hier. Jetzt ist ein bisschen schön AA. Aber es hält erstmal so ein bisschen, ne? Ein bisschen gibt es Stabilität. Gucken wir mal. Baue das jetzt ein einfach. Hätte ich auch Silikon nehmen können, das wäre genauso wirksam gewesen, wahrscheinlich noch besser. Na klar. Die Lampe, mit der ist natürlich nicht mehr los. Die muss von hier oben nach da unten. Da kommt sie ran. Das geht ja nicht, wer baut denn? Wer lässt die denn da dran und baut so ein Ding daran? Wenn man da immer was vorhat, ist doch klar, wenn man hier was geladen hat, dass man dann nichts mehr sieht. Und dass es der Lampe nicht wirklich bekommt, wie man ja auch merkt. Na, dann hoffen wir mal, dass sie nicht ganz geschädigt ist, die Lampe, dass man die noch verwenden kann. Und baue die jetzt mal um. Mann, 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 ich bin ja echt am Verzweifeln hier, ey. Also wirklich, das kann man ja... Das ist wirklich eine Katastrophe. Die Achse ist völlig hin. Von dem Hollandrad hier. Völlig hingenuddelt. Das kann ich nur auf den letzten Moment schrauben. Greifen die Schrauben noch. Jetzt muss ich den Gepäckträger hier an die kleine Öse ranballern. Mit langen Schrauben und Abstandshaltern und so ein Scheiß. Das ist alles viel zu aufwendig eigentlich. Aber anders geht's nicht. Ich krieg den nicht mit rein. Also, dass der da mit rein, mit auf die Achse greift, das krieg ich nicht hin. Dann kann ich die Achse wegballern. Das geht nicht mehr. Boah, mal gucken. Mal gucken, was ich da mache. Mann, 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 nur. Was für ein Scheiß. Also, ich mach das jetzt hier ran.
Hey, bitte? Sorry, can I borrow one of the air in my bike? Ja, no Okay, problem. perfect. Luftpumpe, wie immer. Es ist immer die Pumpe. Das ist gleichzeitig Anti-Diebstahl, man kriegt die Mutter hier gar nicht bewegt, wenn man das Ding nicht abschraubt. Very well, very well. Gut. So muss es jetzt funktionieren. Bremse einhängen. Zack, da oben rein. Mit einer Hand. Mit einer Hand ist das alles ätzend. Sehr gut, aufpumpen, fertig. Für alle, die nicht wissen, und ich wusste das bis gerade eben auch noch nicht, heute ist Day Orange, was auch immer das bedeutet, ich habe überhaupt keine Ahnung. Seenotrettung, Mittelmeer. Ahoi, Matrosen. Teil 2 zum Thema Tüte am Vorderrad ist nicht gut. Hatte ich ja, glaube ich, letzte Woche schon mal. Ich weiß es ja nicht so genau. Hier, ausgerissen. Wo sind die denn alle hin? Achso, hier abgeschnitten, abgerissen. Oh mein Gott. Also es sind drei Speichen hier richtig weg. Eins, zwei, drei. Da. Kinder ist Kinder ist Kinder ist, ey. Jetzt beugt das Vorderrad erstmal aus. Aus. Ja klar, ich baue das aus, muss den Mantel runterholen, da muss ich diese Reste hier drin. Hier so lustig hin und her klappern, die muss ich rausholen. Ja, und dann sehen wir weiter. So. Rest vom Nippel drehen wir mal ab. Sind ja nur die Nippel abgerissen, bloß. Das Ding ist natürlich Schrott. Speiche kannst du nicht mehr gebrauchen, ja? Die geht nun nicht mehr. Die hier würde eventuell noch gehen, aber das macht man nicht. Hier ist fast der Felgenflansch gebrochen. Der nicht der Felgenflansch, der Narbenflansch. Die Speiche können wir wenigstens zum Ausmessen noch nehmen. Ja, auch schon Ideen das. Luft raus. Zeigst du Blanko? Die Nippel halt raus. Und deine Klappe klappert hat. Die Nippelenden. Jetzt messe ich die Speiche aus, hol drei neue und ziehe die hier hin. Die habe ich jetzt allerdings nicht in Schwarz. Ist aber nicht schlimm. Die Speichen haben wir da. Jetzt versuche ich. Jetzt nehme ich die alte Speiche als Nippelführhilfe. Durch diese Hohlkammerfelge holen die mir sonst die Nippel ab. Das will ich nicht.
Nicht, dass wir die Nippel abhauen. Ja. Immer super. Nicht, dass mir die Nippel abhauen, Nippel abhauen, Nippel abhauen. Ey, sag mal, sind die ein bisschen... So klappt das nämlich wunderbar. Einmal. Also man schraubt den erst so auf hier, steckt ihn dann so durch. You can leave the key. Yeah. There. And the bike just in the I locked the back. Okay. Just leave it there. Okay. No problem. Thank you. Bye. So, touch. Und die letzte Speiche. Mensch, der steht ja schon lange hier. 2 Minuten noch was. Müsst ihr mir schon zugucken. Ohne Schnitt. Ist das halt ein bisschen öde. Ja. Beeil mich ja extra für euch. Will ich extra schnell die Speichen hier fertig haben. Nur für euch. Perfekt. So. Sind alle drin? Sind vorgedreht? Jetzt wird zentriert. Also ich habe sie alle auf die gleiche Länge erstmal vorgespannt. Wo sind sie da? Sodass das Gewinde nicht zu sehen ist. Jetzt gucken wir mal, wie das läuft. Wahrscheinlich miserabel. Ich meine, so eine Tasche hat auch unheimlich Power. Nicht vergessen. Boah, geht eigentlich, hüpft ein bisschen, wa? Tja, müssen wir mal schauen, ob wir das. Ob wir das die Backen kriegen? Hm, ich weiß nicht. Tut mir leid, das zu sagen, aber hingepackt hat er sie auch noch, wa? Das ist ein neues Vorderrad eigentlich. Oh, ist bald locker. Unglaublich. Ohne Worte! Lass ich euch kurz mal da. Okay, wird schon irgendwie gehen. Ihr kriegt das irgendwie zentriert. Auf alle Fälle. Endlich fertig.
Ne? Also so kann man es lassen. Jetzt ist noch minimal, aber das kriegt nicht mehr hin, ohne dass zu viel Spannung drauf ist. Also ich finde, so ist es schon ganz geil geworden. Und so lasse ich es jetzt. Auf alle Fälle. Was ist das denn? Wer baut denn so weit? Wie soll ich denn das jetzt hier? Guck mal, ob wir den funktional wieder kriegen. Mal schauen. Erstmal Plastik hier abmachen und dann denke ich mir so weit wie einen großen Schlüsselring, so einen breiten Schlüsselring drum. Einen richtig stabilen. Dass man den vernünftig packen kann und drehen kann. Schauen. Schloss ein bisschen ölen und dann sollte das funktionieren eigentlich. Und das alles schnell mal nebenbei. Jetzt kommt schon wieder den nächsten draußen. Ja, schade, dass ich das nicht schneiden kann. Dann würde ich viel länger laufen lassen, aber so ist es ja auch langweilig für euch. Hallo. Hallo. Da lacht er. Glauben Sie, Vater, Sie glauben ich. Nochmal? Glauben Sie, Verrat, Sie haben mitgebracht. Das ist doch nett von euch. Sehr schön. Räder zurück. Ja. Ja. Wieso? Weil das heißt, du viel zu tun hast, weil guten Samstag. Naja, ist doch immer. Bei so einem Wetter. Da warst du viel Mieträder weg, war heute, war? Deine Familie ist auch schon da. Jo. Das war schön, wa? Hast du halt mit gerechnet, wa? Ne, so früh halt nicht mit gerechnet. Na gut, heute werden sie kommen. Heute. Jetzt werden sie auch schon da. Meine Frau sagt heute Morgen im Keller und sagt, das ist Thomas, das will ich nicht, weil das war dir gerade mit Fahrt entgegengekommen bist. Und was Neues heute? Ja. Warum kann der hier nicht? Aber morgen sollte der etwas kühler werden, haben wir jetzt gesagt. Wolfgang, jetzt sagst du mir jedes Mal. Ja, ja. Jetzt sagst du mir jeden Tag. Naja, jeder. Du, ja. Aber der Wetter, aber ich sag auch immer verschieden. Heute sagt er wieder warmer an, dann sagt er wieder kühler an. Und für Mittwoch sagt er schon wieder fast 40 Grad. Ja, klar. Ja. Ja, okay, dann warten wir jetzt. Alex? Wartet ihr? Okay. Ja, das ist so am Arsch. Die Welt ist ganz schön durcheinander. Hä? Die Gummiwelt hier ist ganz schön durcheinander. Aha. Ganz schön groß geworden, wa? Ja, soll noch größer werden. Hallo? Deine Reparaturenräder alle abgeholt worden, ja? Nee, ist noch nicht abgeholt worden. Ja, nicht. Ach, in der Zeit läuft das Ding hier. Ja, Wolfgang sagt ja, nicht die Situation hier heute. Ist ja unglaublich. Naja. Oh, Mensch, letzter Auftrag heute. Hier ein wunderschönes Wheeler. Ein lila Wheeler. Proline Mountain.
schön aufgebaut, finde ich. Proline Mountain. LX. Modern, alt, zusammen. Kampanabe. Ey, geil. Wow. Bitte. Wow. Schön. Fakt ist, ein platter Reifen mit einem Schlauch, der schon zweimal geflickt wurde. Jetzt kommt mal ein neuer rein. So, geht das nicht. Zweimal flicken. Nee, nee, nee. Aber der ist schon ganz schön abgefuckt hier, der Mantel. Der Reifen. Wow, hier steckt doch ein bisschen was drin. Ordentlich zerstochen. Na, jetzt fummel ich mal raus und dann schauen wir weiter. Hier haben wir ein schönes dicke Teil. Seht ihr das hier? Das, da. Ja, guck doch mal. Wunderschön. Glas. Weg damit. Totally fucked, der Reifen, würde ich mal sagen. Da machen wir das mal. Da machen wir das mal, wie bereits bekannt und tausendfach beschrieben. Wir nehmen den alten. Als Anti-Platt-Einlage. Ventil haben wir raus, muss aber immer noch ein Schlauch bleiben, so rund, ja? Sonst macht sich das beschissen. Dann kommt das ganze Ding hier rein, in den Mantel. Und dann holt einen neuen Schlauch und dann bin ich gleich wieder da. Hab da mal die ganze Reparatur jetzt drauf, da ist er nämlich wieder. Ja, bitte? Ja. Ja. Was darf sein? Ja, nur einen Schlüssel. Wie bitte? Ein Schlüssel? Was brauchst du denn? Schlüssel. Ja, was für einen? Kleine Schlüssel. Und die Bremse? Ja. Draußen in der blauen Box auf dem blauen Fahrrad. Eine Box. Blaue Box? Ja. Blue Box, Blue Bike. Alles klar.
Outside. Ja, bitte. Drin damit. Pump auf, fertig ist. Ready? Hallo? Splatter look? Morgens Flohmarkt. Morgens Flohmarkt? Ja. Flohmarkt. Flohmarkt.
Kein BMX. Feierabend. Feierabend, also bis Montag. Anfang der Woche, Montag. Macht es gut, wir sehen uns, die Woche ist um. Mit dem Computer schaffe ich nicht am Wochenende, definitiv nicht. Morgen habe ich schon den nächsten Termin. Bilder angucken, irgendwelche Gemälde angucken, die mal bei Christie's oder Sotheby's gekauft wurden. Ob ich mir sowas leisten kann, ich bezweifle es ja. Aber vielleicht schauen wir mal, ob da was Geiles bei ist. Einfach nur zum Gucken ist schon geil. Bin sehr gespannt. Auf alle Fälle. Also wir sehen uns am Montag. Bis dann. Macht's gut. Ciao.